Der Hamburger Hafen feiert seinen 825. Geburtstag und auch in diesem Jahr sind über 1 Million Menschen mit dabei beim größten Hafenfest der Welt. Auch in diesem Jahr eines der Highlights, das berühmte Schlepperballett. Und wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen. Jörg Pollmann, Hafenkapitän der HPA, der Countdown läuft, gleich geht's los. Wir werfen mal einen gemeinsamen Blick in die Regiezentrale. Welche Herrschaften sind hier am Werk? Also wir haben hier von hier aus, wir erfolgt die Gesamtsteuerung des Hafengeburtstags. Und das geht hier vorne los mit Feuerwehr, dann Hamburg Messe als Veranstalter, dann die Wasserschutzpolizei und dann die Hamburg Port Authority. Mhm. Sodass, wenn irgendetwas passiert, wir hier sehr schnell reagieren können darauf. Alle Beteiligten hier am Geschehen wissen genau, was los ist. Und das ist das Schöne hier in der Regiezentrale. Herr Schnabel, das ist heute Ihre Premiere. Sie sind das erste Mal der Dirigent. Ja. Kurz bevor es losgeht, die berühmte Sportlerfrage: Wie fühlt man sich? Sie wirken sehr entspannt. Ich bin bis jetzt entspannt. Ja? Ich bin entspannt, doch. Wir konnten die Choreografie nicht üben vorher, weil die Auswahl der Schlepper erst heute 14 Uhr getroffen worden ist. Das ist immer so. Der normale Hafenbetrieb läuft weiter. Es sind zwar natürlich ein paar Schlepper, die in die engere Wahl kommen, schon vorhinein, aber. Das muss alles ins Hafengeschäft passen. Und die, die da sind, sind da, kriegen die Choreografie. Musik zwischen Rossini und Metallica. Okay. Ne? Spannend. Und wer hat die Musikauswahl getroffen? Haben wir es getroffen? Ja. Und ich fand das sehr interessant, was es alles so an moderner Musik gibt im Walzertakt. Diese Schlepper, die jetzt hier beim Schlepperballett sind, sind im Alltagsgeschäft an den großen Seeschiffen, helfen beim An- und Ablegen. Ohne die wäre das gar nicht möglich, so große Schiffe hier im Hamburger Hafen abfertigen zu können. Und wenn man die im Alltagsgeschäft sieht und sieht dann plötzlich diese Schiffe sich dann mit 3000 PS zu Walzermusik bewegen, dann ist das für mich immer wieder eine faszinierende Geschichte. Das war es vom Hafengeburtstag 2014. Das nächste Fest im Hamburger Hafen gibt es dann Anfang August mit den Cruise Days. Ihnen eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. In Hamburg sagt man Tschüss.